Du suchst nach neuen Hardcore-Releases, wurdest aber noch nicht fündig, dann hör dir auf jeden Fall die neue Single von Truth Grip an. Die Jungs aus Deutschland haben jetzt ihre zweite Single-Auskopplung veröffentlicht und bringen in ein paar Wochen ihre erste EP raus. Und wie diese Single klingt und was ich dazu sage, seht ihr jetzt im Video. Und damit ganz, ganz viel Spaß und bis dann. Ich finde auf jeden Fall den Groove direkt extrem stark. Extrem cooler Groove, ne? Macht direkt mega Spaß, lädt ein zum Tanzen. Dann auch so im Hintergrund diese verschiedenen Effekte, Elemente, ne? In dieser Gitarre, die ist. Das kommt einfach mega gut. Und so wie ich es schon in der letzten Single auch gesagt habe, ne? Ich feiere die Vocals, ne? Also ich bin echt Fan vom Gesang. Kommt auf jeden Fall echt nice. Und ich freue mich mega für die Jungs, dass es halt einfach so läuft, wie es für sie läuft. Und hier auch diese verschiedenen Effekte, ne? Stark. Fängt sehr gut an. Davon bin ich ja auch so ein Fan, ne? Davon bin ich auch so ein extrem großer Fan. Das hat man ja auch öfter bei Nasty. Einfach so diese Triolen, die ist. Es ist so nice, es ist sehr nice. Auch hier gerade so ein bisschen dieser Aufbau, ne? Dann auch eine kurze Zeit nur auf dem rechten Kopfhörer das Riff. Stark. Sehr, sehr cool. Ja, jetzt links. Genau, erstmal links und jetzt rechts. Sehr, sehr cool. Oh, diese Triolen, ne? Was ich hier eigentlich ganz geil gefunden hätte, ich lasse es nochmal kurz laufen. Das hier gerade, dieses, ne, es gibt ja so dieses Echo von diesem Kokon zum Beispiel, ne, also immer von dem letzten Wort, dass das wiederholt wird. Boah, würde man so noch richtig extreme Gangshouts reinpacken, dass das nochmal so richtig halliger wäre mit viel, viel mehr Vocals, ich glaube, das würde extremst böse kommen. Das hätte ich noch mehr gefeiert, aber so ist es trotzdem auch extremst cool. Schönes Drumfill einfach mal dazwischen noch. So, das ist halt auch das, was ich halt auch schon so oft sage. Einfach so Kleinigkeiten. Das ist so ein ganz kurzes Drumfill von vielleicht einer Sekunde oder so, aber es bringt halt einfach nochmal so gewisse Frische und ja, einfach, es wird lebendiger. Es wird einfach lebendiger in dem Song und deswegen finde ich sowas einfach immer extremst cool. Ich feiere diesen Groove.
Auch so hier, so dieser ganz kurze Übergang in den nächsten Part, die ist. Also, ich kenne diese ganzen Fachbegriffe ja immer noch nicht, ne? Ich glaube, ich werde es auch ehrlich gesagt nie lernen. Aber es ist einfach cool. Es ist einfach cool, so viel besser als sowas zu machen, als einfach so eine Aneinanderreihung von Parts und irgendwie so ohne Übergänge oder sowas, ne? Da denke ich mir so, ah, da könnte man was machen. Hier ist es halt extrem gut gemacht und ich feier's. Ja, Mann. Auf so ein Part habe ich halt echt noch gehofft, ne? Auf so ein Part habe ich ehrlich gesagt noch gehofft. Und ich wurde nicht enttäuscht und auch wirklich mit diesen Pinch-Harmonics. Geil. Liebe Jungs, lieber nicht. Boah, der kommt richtig füllig. Alles klar. Ey, starker Part. Also, bitte nicht Part, sondern, also, ja, der Part schon, aber auch der ganze Song. So, ich finde, der ganze Song war extremst stark. Was ich auch wirklich denn deswegen auch cool finde, ist. So, der Song ist halt einfach nochmal, zeigt halt nochmal so die andere Seite von Truth Grip, ne? Weil wir haben ja den ersten Song ja auch schon gehört, ne? Da gab es ja auch dann so leichte Slam-Parts, dann gab es mal auch sogar kurz Blast-Beats, ne? Und ich finde, der Song ist irgendwie nochmal so ein bisschen mehr typischer für Hardcore. Aber finde wirklich sehr, sehr stark. So, ne? Wie gesagt, ich finde die Vocals mega, mega cool. Und auch wirklich so diese Aneinanderreihung von den verschiedenen Parts, aber halt mit so extrem coolen Übergängen kombiniert, macht das halt einfach auch wirklich wieder interessant, ne? Und es ist einfach wirklich spaßig, dazu zu hören. So, ich habe auf jeden Fall Bock hier so wirklich mitzudancen, mitzumachen. Und ja, ey, ich freue mich mega für die Jungs, ne, dass das jetzt, wie gesagt, so läuft, wie es halt bei denen läuft, ne. Heute ist der 20. In 2, 3 Wochen, ne, kommt ja die erste EP raus. Die werde ich dann definitiv auch auschecken. Aber auf jeden Fall starkes Brett. Starkes Brett gefällt mir ganz gut. Und ja, ich würde sagen, haltet die Band auf jeden Fall in Augen. Nee, wie sagt man das? Ja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Checkt die auf jeden Fall aus, ne? Diese Band nicht vergessen. Und ich hoffe, aus den Jungs wird noch was.